Willkommen in der Santana Bay zu einer neuen Folge Rebuilding Mastery. Wollen wir wieder was restaurieren? Heute machen wir was Kleines. Wir befassen uns mit Iguana. Iguana ist mit Sicherheit eines der unspektakulären Fahrzeuge von Mask. Aber ich habe hier eine Variante, die eigentlich in einem ganz guten Zustand ist. Aber es gibt eine Front, an der man massiv arbeiten muss. Und das sind die Sticker. Und heute will ich versuchen, die Originalsticker abzulösen, ohne sie zu beschädigen. Anschließend entsprechend ein bisschen aufzubereiten und dann das Ganze neu drauf zu machen. Und bei der Gelegenheit nehmen wir doch gleich mal auseinander und gucken uns an, wie Iguana so funktioniert. Wie bei diesem Format üblich, habe ich keine Ahnung, wie genau es funktioniert, aber wir versuchen uns jetzt mal nach und nach daran zu tasten. Und das Erste, was wahrscheinlich Sinn macht, ist, die Verwandlung auszulösen, damit die Spannung von der Feder runter ist. Und dann können wir hier hinten, die Sitzbank kann man, die sind einfach links und rechts einfach nur gesteckt, die kann man abheben. Das Gleiche geht hier vorne mit der Front, auch das ist nur gesteckt, das kann man abheben. Wir können das hier auseinanderbauen. Das sind alles nur gesteckte Teile. Das ist sehr, sehr einfach. Und ich könnte vielleicht sogar... Also das hier geht ab. Also man kriegt es wirklich komplett zerlegt. Schönes Ding. Dann haben wir hier noch die Laserkanone. Die wird wahrscheinlich auch nur eingeklemmt sein. Jawohl. Kann man also alles rausbiegen. Ist überhaupt kein Thema. Also kommen wir wunderschön an alle Sticker ran. Und vor allem können wir ihn komplett einmal sauber machen. Und dann bleibt hier noch der Bodensatz, beziehungsweise die Bodenplatte. Gucken, ob wir die Reifen ähnlich einfach abbekommen wie die... Nee, die sind ein bisschen größer, die Widerstände. Dann schrauben wir erstmal. Vielleicht kriegen wir einfach die Achse raus. Das kann ja schon reichen. Und ich sehe gerade, da brauche ich einen kleineren Schraubenzieher. Kleinen Moment. Damit sollte es besser gehen. Gucken wir mal. Ja, die Schrauben sind auch nicht großartig festgefressen. Das ist schön. Es sind ja nur zwei... Oh, jetzt hier also nichts mit Zeitraffer machen oder ähnlichem. Ich bin mal gespannt, ob der geklebt ist. Ich vermute nämlich mal fast, dass die Schrauben zwar das Ganze hier so ein bisschen... Ach, geht es ohne Ratsche? Oh, schwer. Die ist fest. Ich vermute mal, dass die Schrauben nur so zusätzliche Stabilisierung sind und dass der Rahmen geklebt ist. Das sehen wir aber gleich. Die hat sich jetzt hier echt ordentlich gewehrt. Noch drücke ich das Ganze mit den Händen zusammen, damit uns hier nichts auseinanderspringt, was wir nicht hinterher wieder zusammenbekommen. Jetzt werden wir mal ganz vorsichtig hier das Geheimnis lüften. Und wir sehen, oh, da hängt einiges aneinander. Vielleicht macht es sogar mehr Sinn, das Ganze so rumzuöffnen, wenn ich mir das richtig betrachte. So. Jawohl, hier ist nämlich großartig nichts dran. Wir sehen, er hat keine Achsen, also wirklich nur die aufgesteckten Räder. Gleich mal gucken, was wir damit machen. Ansonsten haben wir hier die untere Platte und dann haben wir hier, das ist ja relativ simpel. Das ist relativ simpel. Wir haben hier die Sitzbank, die ist eingesteckt. Wir haben hier die Feder, ja, die ist dann entsprechend aufgehangen und das hier ist diese Segelkonstruktion. Damit wird das gespannt. Ich frage mich nur gerade, an welcher Stelle, muss ich kurz mal überlegen. Ah, okay, das sind dann die Haken. Und wie funktioniert das dann mit dem Auslösen? Hier über die Stange wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ja, mit der Sitzbank drückt man das dann irgendwie runter. Oder... Gucken wir uns mal in Ruhe an. Wir nehmen es jetzt erstmal auseinander. Das heißt, wir lösen das hier entsprechend raus. Dann löst sich die Feder hier schon fast von alleine. Die Frage ist, kriegen wir sie komplett ab? Sieht... Schwierig. Schwierig, aber nicht unmöglich. Ja, alles klein hier. Alles klein wirst du wohl da runter wollen. Nee, der hintere Ring. Der hängt noch. Vielleicht kommen wir es auch raus. Mal gucken, ist die durchgefädelt? Nee, die ist nur hier über diese Nase. Das muss ja möglich sein. Aber denkste. Ah, jetzt haben wir es. Das ist die Feder und dann haben wir hier noch zwei Schrauben. Ah, das ist hier dieses verschiebbare Teil. Das ist hier verbunden mit der, ich sag mal, Sitzbank, also sprich der Halterung für die Füße. Das ist das richtige Wort. Dann schrauben wir hier die beiden Schrauben noch raus. Mehr Schrauben drin, als ich jetzt gedacht hätte in dem kleinen Ding. Aber ich finde es schön, dass er nicht geklebt ist. Das erspart uns eine Menge Hebelei. So. Dann können wir hier oben die
Fußhalterung abnehmen können. Jetzt wahrscheinlich das hier vorne rausheben. Jawohl. Da ist auch nicht viel dran mit den Reifen. Gucken wir gleich mal. Und jetzt haben wir noch hier diesen Mechanismus. Die Frage ist, ob wir den einfach ohne weiteres rausgezogen bekommen. Und falls nein, wo er hängt. Ich hätte jetzt vermutet, dass er einfach nur hier an diesen Haken hängt. Das ist aber nicht so. Die Haken sind eindeutig am Loch vorbei, aber er geht noch nicht durch. Kann nicht sein, dass er hier drinnen noch irgendwo noch geklemmt ist. Guck mal, mit sanftem Druck das rausbekommen. Ja, funktioniert. Ist aber tatsächlich nur... Ach, guck mal hier, da kann man es sehen. Da sind so kleine Widerhaken. Da dran hing es fest. Haben wir es rausgeholt. Dann sieht das noch soweit ganz gut aus. Ich gucke jetzt nochmal die Reifen. Ich vermute mal, die werde ich dran lassen. Weil das ist immer hier, ne, die sind da durchgedrückt. Dann hast du hier diese Verbreiterung am Ende. Und im Prinzip, um das rauszukriegen, müsste ich jetzt hier die Narbe auseinanderdrücken. Finde ich jetzt nicht so cool, muss ich ehrlicherweise sagen. Und auch die Gummireifen gehen nicht so gut ab. Das würde ich tatsächlich zusammenlassen. Die Gummireifen selber haben auch schon bessere Tage gesehen. Vielleicht nochmal einen letzten Versuch mit ein bisschen Kraft und hin und her, ob man da weiterkommt. Nee, ich mache es nur kaputt. Wir lassen die Reifen dran an beiden Seiten. Alles andere haben wir auseinandergebaut. Und jetzt müssen wir nur noch von diesen ganzen Teilen hier die Sticker ablösen. Zu diesem Zweck habe ich die üblichen Utensilien. Wir haben klar einmal die Teile, ich habe meinen Spudger und ich habe mein Feuerzeugbenzin. Und damit werden wir jetzt die ganze Nummer eintränken. Wie gesagt, ich werde jetzt wirklich gucken, dass ich die Sticker ohne Beschädigung abbekomme. Teilweise sind die schon beschädigt. Ne? Hier vorne zum Beispiel. Da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das vielleicht auch irgendwelche Kleberückstände von was anderem sind. Weil es eher so aussieht, als wäre es oben drauf, als dass jetzt irgendwie die Farbe abgekratzt wird oder so. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was wir noch rausholen können. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir die Dinger von Iguana runterbekommen. Und dann gucken, können wir immer noch gucken, ob wir sie irgendwo glätten können, die Sticker ein bisschen restaurieren können, damit das am Ende alles wieder hübsch ist. Und ich tränke die immer einmal so ein bisschen vor. Folie als Unterlage, ne? Ein paar Handschuhe, kann alles nicht schaden. Ist doch ein bisschen aggressiv, das Zeug. Und jetzt lassen wir das mal 2-3 Minütchen einwirken. Vielleicht mache ich nochmal eine zweite Runde oben drüber. Und dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem Spudger kommen. Ein paar Minuten habe ich jetzt verstreichen lassen. Und dann wollen wir mal gucken. Wir fangen mal mit den kleinen Stickern hier an. Der wehrt sich. Also hier werde ich jetzt nochmal nachweichen. Der braucht noch ein paar Minuten vielleicht. Den zeige ich euch jetzt nicht mehr. Ihr habt ja jetzt soweit alles gesehen. Wenn wir das fertig haben, werden wir die Sticker ein bisschen glätten. Alles trocknen, das Ding hier nochmal vernünftig sauber machen. Vielleicht lasse ich mir noch was für die Farbabplatzer hier einfallen. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ding wieder zusammengebaut kriegen und vor allem die Sticker wieder schön platzieren. An der Stelle noch ein Wort der Warnung. Ihr seht, hier löst sich immer mehr Farbe ab. Ich habe eben gerade hier gerade nochmal Feuerzeugbenzin drüber gekippt und wollte mit dem Tuch einfach nur die Klebereste abwischen. Und dabei ist Feuerzeugbenzin hier drauf gekommen. Das war noch wirklich nass und ich habe die Farbe mit runtergewischt. Also gerade bei diesen Bemalungen, also was jetzt keine Tempograph-Paints sind, ne, also diese Tempodrucke, wie zum Beispiel bei Slingshot auf der Seite oder so, sondern richtig hier diese Bemalung, die scheinen wirklich sehr anfällig zu sein, auch fürs Feuerzeugbenzin. Jetzt muss ich mir da definitiv noch was einfallen lassen. Aber auch das kriegen wir hin. Was ich jetzt gerade nochmal versuchen will, ist, ob ich hier oben diese Rückstände abbekomme. Wie gesagt, wenn ich hier drüber fühle, dann ist das kein beschädigter Sticker, sondern sind Kleberückstände von irgendetwas anderem. Und das könnte ja bedeuten, dass ich sie vielleicht mit dem Feuerzeugbenzin abgeschoben bekomme, ohne den Sticker zu beschädigen. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ne? Ihr seht, da kommt ordentlich was runter. Boah, hier der Hammer. Der Hammer. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also da könnt ihr wirklich mal gucken, wenn ihr sowas habt, ist das wirklich ein Schaden oder kann man es abkratzen? Denn wenn ich mir das jetzt hier so angucke,
Das scheint großartig funktioniert zu haben. Das Katzenhaar hier hinten können wir direkt wieder abziehen, bevor es kleben bleibt. Ah! Jetzt ist es ab. Das sieht schon wieder ganz gut aus. Hier ist noch eine kleine Ecke, da gehe ich gleich nochmal drüber. Aber scheint, als hätten wir den auch gerettet. Jetzt würde ich gucken, dass wir die Sticker noch ein bisschen glatter kriegen. Ich habe die hier einfach in so eine Vorgangsmappe reingelegt, ne, dass wenn ich jetzt hier ein Buch oder sowas drauflege zum Beschweren, dass das entsprechend glatt gedrückt ist. Wenn es mal so ist, dass der Sticker sich doch rollen sollte, kann man auch hier mit dem Spudger so ein bisschen das Ganze glatt ziehen, ne, und dann durch das Gewicht der Vorgangsmappe wird es dann runtergedrückt. Ist nicht perfekt, aber die Sticker sind halt auch wirklich schon ordentlich runter. Wir legen da jetzt mal ein Buch drauf für ein paar Stunden und gucken mal, wie glatt wir sie damit bekommen. Während die Sticker sich noch platt liegen, können wir schon mal anfangen und Iguana wieder einigermaßen zusammenzubauen. Dafür nehmen wir uns als erstes diese beiden Teile, also die vordere Achse und das obere Teil des Chassis. Und dann nehmen wir dazu die entsprechenden Schrauben. Es sind ja nur vier, es ist ja alles relativ überschaubar. Bei diesem Ding, und zwar haben wir diese Schrauben hier, ne, mit diesem Kragen drumherum und bauen jetzt das Ganze hier so ein und ne, hier sind die Führungspunkte für diese, ich will mal den Sitz sagen, es ist ja kein Sitz, es ist ja nur so eine Beinhalterung und die wird entsprechend jetzt hier wieder verschraubt. Gucken, wo ist mein Schraubenzieher? Da ist er. Zack. Und dann ziehen wir hier die Schraube entsprechend wieder an einmal und zweimal, nur so lose anziehen, also handwarm, wie man so schön sagt, nach fest, kommt nämlich ab und dann haben wir das hier schon mal wieder einigermaßen in Position, wobei ich denke, ein bisschen fester darf es ruhig noch, zumindest hier auf der Seite geht auch noch ein bisschen was. Und dann ist das hier soweit okay, dann nehmen wir uns die Säge, die kommt hier in die Führung, dann wird einfach hier oben erstmal reingeklipst, zack, na, zweite Seite will noch nicht so richtig, einmal, zweimal, jetzt passt es und dann brauchen wir die Feder, diese hier und stülpen die erstmal hier an der Stelle über diesen Arm hier, einmal, so, da haben wir das. Und das entsprechende Gegenstück ist der Haken hier hinten, so dass das hier passt und die Säge dann hier da drinnen entsprechend hier in der Führung liegt. Und dann haben wir hier diesen Mechanismus schon mal wieder repariert. Das war gar nicht so arg schwierig. Dann haben wir hier noch die Verbindung zur Sitzbank selber, den eigentlichen Auslöser. Den stecken wir einfach nur hier durch. Die Pfeile oder die Haken vielmehr müssen in Richtung der Säge zeigen. Zack, das drücken wir da einfach so durch. Das ist soweit auch okay. Und dann müssen wir meines Erachtens jetzt nur noch dieses Teil nehmen und hier auf den entsprechenden draufsetzen. Da hinten sind, hier sind die beiden Schraubendinger und dann nehmen wir das Ganze und packen es hier drauf. Zack, das ging jetzt auch relativ simpel. Und dann nehmen wir uns den Schraubenzieher und schrauben das Ganze hier unten wieder fest. Und der Rest ist eigentlich nur noch zusammenstecken. Das war beim Auseinanderbauen schon nicht so schwer. Und ich denke mal, es wird auch beim wieder zusammenbauen nicht allzu kompliziert werden. Hier, die Schraube geht ein bisschen weiter rein tatsächlich. Vernünftig anziehen, sieht aber soweit alles ganz okay aus. Wir gucken mal. Ja, das funktioniert. Und dann nehmen wir uns die beiden Laserkanonen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier einen oben und einen unten? Die sehen quasi gleich aus. Und wir nehmen das hier mal als oben, da sieht man die Spumarks nicht so. Und die klemmen wir entsprechend hier wieder rein. Dann haben wir das. Dann nehmen wir unser Vorderteil hier, klemmen das hier rein. Es ist wirklich alles nur
einstecken. Jawohl, passt. Dann haben wir unsere Halterung für die Säge. Die kommt hier rein. Wo ist unser Sägeblatt? Ah, hier unterm Sitz hat er sich versteckt. Und das drücken wir entsprechend hier drauf, sodass das alles wieder passt. Das passt. Dann hängen wir das Teil hier vorne wieder ein. Na. Zack, zack. Das passt auch. Und dann nehmen wir ganz zum Schluss noch unsere Sitzbank. Vielleicht muss ich die zum Bemalen dann nochmal abbauen, wenn ich das überhaupt heute mache, weil ich habe noch gar keine richtige Farbe dafür da. Wir gucken mal, ob der Mechanismus funktioniert. Auf den ersten Blick funktioniert er nicht. Die Frage ist jetzt nur, warum nicht? Ah, jetzt. Okay, musste sich vielleicht nur mal eingrooven irgendwie. Versuchen wir nochmal. Jetzt. Ja. Jetzt hat er's. Das ist manchmal komisch, als müssten die Federn erstmal wieder so in ihre richtige Position zurückspringen. Und dann klappt das auch wunderbar. Damit haben wir Iguana wieder zusammengebaut. Schön sauber ist er jetzt. Wir müssen halt gucken, die Farbe muss ich regenerieren, sage ich schon, reparieren. Und wir müssen die Aufkleber wieder draufpacken. Das wird ja der eigentliche interessante Teil, ob es dann wirklich besser aussieht als vorher. Figur haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gibt es aber auch nicht viel zu sagen. Ist eine relativ gute Variante von Nestor Sludge. Fell mit ein bisschen Farbabrieb, der Anzug ist okay, die Haare sind so ein bisschen angefressen. Die Maske ist nicht mehr super weich, aber sie hat vor allem keine Schäden. Das ist kriegsentscheidend hier, von daher passt das soweit. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Sticker platt sind, uns ein bisschen Farbe besorgen und dann machen wir das Ding fertig. Kurzer Zeitsprung von gut einem Tag und ihr seht, wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Klar, Iguana, den Prittstift, eine Pinzette und die Sticker, die jetzt unter einem Stapel Druckerpapier und Kartons und so weiter relativ platt geworden sind. Sie sind nicht perfekt. Ich habe die bewusst hier in die Folie reingelegt, zum einen, weil sie auf der Folie nicht so super gut kleben. Nicht, dass sie jetzt hier noch auf Papier oder so werden sie vielleicht festgepappt und dann eingerissen oder so. Das wollte ich jetzt nicht riskieren. Ja, und man kann sie halt ganz gut schon mal vorglätten, dass sie sich nicht in der Folie nochmal hochrollen oder so. Das war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ihr seht, die sind ja nicht alle in perfektem Zustand irgendwie. Aber trotzdem finde ich es immer wieder mal ganz reizvoll, nicht immer auf die Repro-Sets zurückzugreifen, sondern zu versuchen, so viel vom 80er-Jahre-Original zu retten, wie halt eben möglich. Und wir fangen mal an mit einem der etwas größeren Sticker, nämlich hier dem Venom-Sticker für die Innenseite. Generell, vielleicht mache ich das auch im Zeitraffer, weil es ist jetzt immer das Gleiche. Der Prittstift ist eine gute Möglichkeit, alte Sticker wieder draufzubringen, weil es ein Kleber ist, der weder das Plastik noch den Sticker angreift, aber sich recht gleichmäßig verteilen lässt und das Ganze gut miteinander verbindet. Und wir machen das jetzt hier einmal zusammen am Beispiel dieses Venom-Stickers, den ich aber vielleicht besser hier oben anpacke. So. Dann hier langsam reinschiebe. Pinzette ist kein Muss, finde ich, macht aber Stickerplatzierung doch deutlich einfacher. Am Anfang sind die auch noch recht einfach zu verschieben. Muss uns ein bisschen antrocknen lassen. Und dann drücken wir es hier in den Ecken. Kommt mir hier bei dem Sticker nicht ganz so gut hin. Ja, da müsste vielleicht auch noch ein bisschen Kleber drauf. Ja, gleich nochmal gucken. Ja, da löst sich noch ein bisschen zu sehr. Muss man nochmal nachklebern, hier auf der Ecke. Da war scheinbar nicht genug. Sieht man halt beim Prittstift nicht immer so super. Und das Doofe ist halt manchmal, wenn man den Sticker so drüber schiebt, ist natürlich, dass dann beim Prittstift man auch mal so ein bisschen Kleber dann über den Rand schiebt und so. Und dann hat man dann da Reste. Also ganz 100% optimal ist das auch nicht. Aber es ist die beste Option meines Erachtens, die wir für alte Sticker haben. Und jetzt sollte das doch hier in der Ecke eigentlich besser halten. Ja, viel Sticker Fläche ist da nicht mehr da, aber ich denke, so grob wird das gehen. Und so werden wir jetzt nach und nach jeden einzelnen Sticker hier wieder drauf machen.
So, das war's. Ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich ehrlicherweise sagen. Zum einen hier in den Ecken, wo sie halt schon gerollt waren, auch durch das Glätten, sie rollen sich immer noch ein bisschen ab. Und vor allem der hier ärgert mich am meisten, weil er aber so extrem zerpflückt ist schon, ne, und sich vom Unterpapier ablöst. Das ist unglaublich. Ist nicht zufriedenstellend, alles in allem. Aber es funktioniert, sieht es besser aus als vorher. Das war aber auch nicht allzu schwierig, weil vorher sah es ganz schlimm aus. Aber ihr seht schon, es hält nicht in allen Ecken so hundertprozentig gut, wie ich mir das gewünscht hätte. Und teilweise habe ich hier auch Klebereste drauf geschmiert bei der Aktion. Da muss ich dann nochmal mit dem Feuerzeugbenzin ran. Ist nicht so 100% die Nummer. Das hält prinzipiell, aber die Sticker waren dafür, glaube ich, einfach nicht mehr im richtigen Zustand. Ein Repro-Set hätte 100%ig besser ausgesehen. Was wir jetzt aber noch machen müssen, ist die Farbe hier klären. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so erreichen können. Und Zeit für ein Geständnis. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe mir einfach mal hier das Schwarz-Matt besorgt. Das ist, glaube ich, Revell, ne? Ja. Und wir jetzt einfach mal schauen, ob ich hier diese Flecken so einigermaßen ausbessern kann, so dass es nicht mehr groß auffällt. Ich habe, wie gesagt, absolut keinen Schimmer, ob das funktioniert, wie gut es funktioniert und vor allem, ob man hinterher einen Unterschied dabei sieht oder nicht. Aber wir werden jetzt einfach mal mit wenig Farbe und geduldigem Pinsel hier nach und nach das Ganze auftragen, trocknen lassen. Vielleicht noch eine zweite Schicht oben drüber, wenn ich mir das hier so angucke. Und dann werfen wir mal einen finalen Blick drauf. Und da sind wir einen Tag später und ich muss sagen, das Ergebnis ist okay. Klar, man sieht die Pinselstriche, ne? Aber so auf den ersten Blick, auf Distanz, der Farbton passt zumindest, das ist schon mal cool. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen sauberer auftragen können, das schiebe ich jetzt mal ein bisschen meiner Unerfahrenheit bei diesen Dingen in die Schuhe. Aber der Farbton passt und ich denke, als Displayobjekt auf Distanz wird man das so nicht wahrnehmen. Dann bauen wir mal gerade eben wieder zusammen. Tada! Und in Summe muss ich sagen, bin ich dann doch irgendwie zufrieden. Natürlich, die Sticker sind nicht perfekt und auch die Farbe hinten ist nicht perfekt. Aber ich finde, gemessen daran, dass auch dieses Ding hier, das ist jetzt, glaube ich, Serie 3. Was steht denn drauf für ein Jahr? 1987. Also reden wir hier über 33 Jahre. Und ich finde, für 33 Jahre sieht das Ding immer noch gut aus. Natürlich war der jetzt nicht in einem vollkommen desolaten Zustand. Aber das Säubern hat was geholfen. Die Farbe wieder aufzumotzen hier hinten hat was geholfen. Und auch die Sticker jetzt nochmal wieder neu auszurichten, neu anzukleben, ein bisschen zu glätten, hat sicherlich auch was gebracht. In Summe also zufrieden, schöner kleiner Iguana und vor allem haben wir jetzt auch den mal von innen gesehen. Soweit mein kleines Video zu Masks Iguana. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Mask und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.